Naturs zu einer Veranstaltung der Forschungsplattform Elfriede Jelinek in Kooperation mit dem Elfriede Jelinek Forschungszentrum, dem Naturs Wien und dem Referat für Genderforschung an der Universität Wien. Elfriede Jelinek, Gender Revisited. Gender Revisited ist zugleich auch der Titel eines interkulturellen Wissenschaftsportals, das die Forschungsplattform und das Forschungszentrum gemeinsam betreiben. Und Gender Revisited ist auch der Titel eines Workshops, der heute untertags im Literatur stattgefunden hat. Heute Abend werden die Teilnehmerinnen und der Teilnehmer die Ergebnisse präsentieren und im Anschluss daran findet eine Lesung statt. Bitte begrüßen Sie mit mir die Mitwirkenden des heutigen Abends. Ich möchte am Ende beginnen mit der Autorin, Gerrit Steinbuch, die am Ende eine Lesung gemacht wird. Herzlich willkommen. Und die Wissenschaftlerinnen am Podium, Anna Babka, Gabriele Michalitsch, Maria Doma Castro Varela, Andrea Geier, Arthur Pelka. Herzlich willkommen. Moderiert wird die Veranstaltung von Susanne Deutsch. Bei ihr und auch bei Frau Janke möchte ich mich für die wunderbare Kooperation mit dem Forschungszentrum oder Forschungsplattform bedanken und darf das Wort übergeben. Susanne Deutsch, bitte. Vielen Dank. Im Namen der Forschungsplattform Elfriede Jelinek der Universität Wien und des Elfriede Jelinek Forschungszentrums möchte ich Sie sehr herzlich zu der Präsentation der Ergebnisse des Workshops Elfriede Jelinek Gender Revisited und zur anschließenden Lesung mit Gerrit Steinbuch begrüßen. Gleich zu Beginn möchte ich Sie auf eine kleine Änderung aufmerksam machen, und zwar Maria Mesner muss ihre Teilnahme leider absagen. Deswegen sind wir heute nur zu sechst auf dem Podium. Der heutige Abend ist Teil unseres Projektes Gender Revisited, das sich mit dem Spannungsfeld von Geschlecht, Körper und Gewalt bei Elfriede Jelinek befasst. Gestartet ist unser Projekt im Dezember mit einer Videokonferenz und dem interkulturellen Wissenschaftsportal jelinekgender.univ.ac.at. Dafür haben wir Wissenschaftlerinnen und Expertinnen verschiedener Disziplinen eingeladen, Beiträge zu verfassen, die seitdem laufend auf dem Portal veröffentlicht werden. Unser Anliegen ist es dabei, neue Wege der wissenschaftlichen Interaktion zu beschreiten, innovative Formen des Diskurses und des internationalen Dialoges zu entwickeln und gemäß dem Prinzip des Open Access wissenschaftliche Ergebnisse einer möglichst großen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Deswegen sind neben Textbeiträgen auch E-Mail-Wechsel, eine Skype-Konferenz, Skype-Gespräche und digitalisierte Statements Teil des Portals. Das Thema ist, Jelineks jüngere Texte in einen Zusammenhang mit gendertheoretischen Aspekten zu stellen. Wir möchten die feministische Forschung zu Elfriede Jelinek um neue Theorien erweitern und mit intersektional und interdisziplinär motivierten Ansätzen bzw. Methoden der Queer Studies ergänzen. Untersucht werden soll, inwiefern Jelineks Texte auf die ideologische Aushöhlung von organischen, hierarchischen Dualismen wie Mann, Frau, Natur, Kultur, Geist, Körper reagieren und eine diesbezügliche Kontingenzperspektive eröffnen. In dieser Hinsicht sind besonders ihre neueren Texte mit globaler Perspektive von Relevanz. Das Projekt ist Teil des wissenschaftlichen Schwerpunkts der Forschungsplattform Elfriede Jelinek, der sich mittels interdisziplinärer Dialogformen der Auslotung von inter- und transkulturellen Fragen widmet und den fächerübergreifenden Forschungsdiskurs zu virulenten Themen unserer Zeit vorantreiben möchte. An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei unseren Kooperationspartnern bedanken. Zunächst dem Literaturhaus Wien für die liebevolle Betreuung und die Zusammenarbeit und für diese schönen Räumlichkeiten, die wir benutzen können. Unserem zentralen Kooperationspartner, dem Elfriede Jelinek Forschungszentrum, der durch sein Archiv und seine dokumentarischen Arbeiten die Basis für die Projekte gibt und den Abend auch über das Kunstministerium finanziell unterstützt, dem wir hiermit auch herzlich danken. Und wir danken unseren internationalen Partnerinstituten bzw. Universitäten, die folgende sind: das Referat für Genderforschung der Universität Wien, das Germanistikinstitut der Universität Montpellier in Frankreich, das Zentrum für Postcolonial and Gender Studies der Universität Trier in Deutschland, der Lehrstuhl für Sprache, Literatur und interkulturelle Studien
der Universität Florenz in Italien, das Germanistikinstitut der Universität Warschau in Polen, die Fremdsprachenfakultät der Daito Bunker Universität Tokio in Japan, der Lehrstuhl für Literatur und Sprache der Universität Montreal in Kanada und das Department of Germanic Studies des College of Liberal Arts and Sciences der Universität of Illinois at Chicago der USA. Ich freue mich sehr, dass wir für unser Projekt zahlreiche Experten und Expertinnen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewinnen konnten, von denen 5 heute an unserem Workshop teilgenommen haben und mit mir jetzt auf dem Podium sind. Ich möchte sie kurz vorstellen. Anna Babka, gleich rechts neben mir, ist assoziierte Professorin am Institut für Germanistik der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem Gender- und Queer-Studies, Postcolonial Studies sowie komparatistische Theorie und Methodik und Theorie und methodologische Methodologie der Literatur- und Kulturwissenschaft. Andrea Geier, ganz rechts, Entschuldigung, ist Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Genderforschung an der Universität Trier. Außerdem ist sie Vorstand des Zentrums für Postcolonial und Gender Studies eben dort. Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind Kultur- und literaturwissenschaftliche Geschlechterforschung, Antisemitismus, Literatur im Medienwechsel und produktive Rezeption. Gabriele Michalitsch, links von mir, ist Dozentin am Rosa-Mayreder-College in Wien und lehrt am Institut für Politikwissenschaft und am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind politische Ökonomie, feministische Ökonomik und Neoliberalismus. Ich muss dazu sagen, dass dieses Rosa-Mayreder-College nicht meine Schuld, nicht mehr existiert. Also das war bis vor 2 Jahren, glaube ich, noch. Es ist nicht ganz aktuell. Und es ist, es tut mir leid, dass ich das korrigieren muss, aber ich arbeite am Institut für Politikwissenschaft, Kultur und Sozialanthropologie, ist nur sozusagen die Studienprogrammzuordnung. Gut, dann entschuldige ich mich für den veralteten Lebenslauf. Vielleicht wollen sich die anderen selber vorstellen. Nein, dann korrigiere ich. Okay, dann fahre ich fort. Maria Domar Castro Varela, auch auf der linken Seite, ist Professorin für Allgemeine Pädagogik und Soziale Arbeit an der Alice Salomon Hochschule Berlin. Ihre Forschungsinteressen konzentrieren sich auf postkoloniale Studien, Migrationsforschung, Gender und Queer Studies. Das existiert noch. Ja, freut mich. Und Arthur Pelka arbeitet am Lehrstuhl für Literatur und Kultur Deutschlands, Österreichs und der Schweiz an der Universität Łódź. Er ist internationaler Partner der Forschungsplattform Elfriede Jelinek. Seine Forschungsschwerpunkte sind Theatertexte des 20. und 21. Jahrhunderts, deutschsprachiges Theater in Polen, österreichische Gegenwartsliteratur und das Spannungsfeld von Körperlichkeit und Gewalt. Ja, Łódź ist Łódź. So. Gut, ich fahre fort. In unserem Workshop am Nachmittag haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer damit auseinandergesetzt, welche Richtungen die Gender Studies in den letzten Jahren eingeschlagen haben und ob bzw. inwiefern sich diese Entwicklungen in den Texten Elfriede Jelineks widerspiegeln. In 2 Arbeitsgruppen haben sie sich Gedanken darüber gemacht, wie Jelineks Texte Gender im Kontext von Politik, Ökonomie und ästhetischen Konzepten thematisieren und gestalten. Ich möchte nun die Teilnehmerinnen bitten, ein kurzes Resümee ihrer Auseinandersetzungen und Ergebnisse zu geben. Anschließend werden wir in einer gemeinsamen Diskussion die Ergebnisse zusammenführen und danach werden auch Sie, liebes Publikum, die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen oder Anregungen zu geben. Als erstes bitte ich die Arbeitsgruppe 1, Anna Babka und Andrea Geier. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank auch für Einladung und Vorstellung und schön, dass Sie da sind und hoffentlich auch mit uns ein bisschen diskutieren wollen. Wir haben das nicht als feste Vorträge, sondern wir machen das dialogisch. Das ist, denke ich, von allen auch gleich als Einladung gedacht, sozusagen am gemeinsamen Nachdenken teilzuhaben und sich dann nachher auch
einzumischen. Wir haben sozusagen als eine gemeinsame Klammer literarische Gesellschaftskritik erstmal genommen und gesagt, ganz stark sind, und das ist eine große Kontinuität, Auseinandersetzung mit Identitätsdiskursen, die kommen, und das werden wir dann gleich auch, denke ich, ein bisschen differenzierter darstellen, aber in ganz viele verschiedene Felder, Kapitalismuskritik schon genannt worden, nationale Auseinandersetzung mit Nationalismus, mit dem Körper als Kreuzungspunkt verschiedener Diskurse und auch der Frage nach, dann gibt es sowas noch wie Täter-Opfer-Verhältnisse oder was für Sprechpositionen werden hier eigentlich präsentiert und welche Rolle spielt die Autorin und die sozusagen fiktionalisierte Figur der Autorin als Sprechposition in Jelineks Texten. Ich fange mit den ästhetischen Verfahren an und wir hangeln uns dann sozusagen zur Ethik und zu den Gender-Konzepten. Sozusagen die erste Frage, die sich natürlich auch nochmal stellt, ist, wo ist hier eigentlich das Politische in den ästhetischen Verfahren? Und was als erstes auffällt, ist, wenn man einer unserer Texte, den wir angeboten bekommen haben, war Wut, dass man sieht, ja, da gibt es ganz viele Kontinuitäten. Identitätsdiskurse werden präsentiert, wir werden konfrontiert mit bestimmten ideologischen Positionen. Das haben wir auch in Wolkenheim schon ähnlich gehabt. Das heißt, das ist ein zum Sprechen bringen, sich selbst entlarven lassen, lächerlich machen auch bestimmter Selbstüberhöhungen, Befindlichkeiten mit Karlauer und Humor. Also da kommen ganz viele bekannte ästhetische Verfahren ins Spiel, die an neuem, gegenwartsbezogenem Material gezeigt werden, und das heißt, was man sozusagen, wenn man es kurz charakterisieren will, erstmal sagen kann, wir haben Mediendiskurstexte, die uns vorführen, wie über bestimmte, sozusagen welche Positionen es gibt, und die werden uns sozusagen hingestellt, damit wir uns daran auch abarbeiten, und es gibt so eine Art Typenparcours, und in diesem Typenparcours kommen auch sozusagen bekannte Genderpositionen natürlich nicht mit rein. Wenn wir an sowas wie männlichen nationalistischen Chauvinismus denken, dann haben wir da sozusagen auch Positionierungen, wo auch so Gendermarkierungen wiederkehren, die wir kennen. Das heißt, es gibt so ein Abarbeiten an Homogenisierungen, also wer ist eigentlich wir, wenn von wir dem Volk gesprochen wird, Identitätsbehauptungen und Subjektpositionen, die da vorgestellt werden. Okay, ja, vielen Dank auch für die Einladung und die Vorstellung. Die Frage, die wir uns dann durchgängig gestellt haben, wie eigentlich dieses Label oder ja, dieses Label, dieses Workshops per se, wie wir das in unsere Fragestellungen einfließen lassen können, weil es fiel nicht gleich so auf, sozusagen im Sprechen. Wir haben uns das wieder zurückholen müssen, dieses Gender Revisited. Was heißt das eigentlich im Kontext dieser jüngeren Texte von Jelinek? Und was man hier sagen kann oder behaupten kann, dass diese Vielstimmigkeit der Argumentationslinien, die uns hier da gebracht werden, verflochten, einander widersprechend, einander oft konterkarierend, verschiedene Formen von Feminismen nötig machen als Erklärungslinie, Erklärungsstrategie. Also wir haben hier klassisch-feministische, patriarchatskritische Stellen. Wir haben welche, wo es um die Beziehung zwischen Männern und Frauen geht, die man sozusagen aus gendertheoretischer Perspektive betrachten könnte. Wir haben nicht augenscheinlich queere Fundstellen, wobei natürlich das Konzept der Binarität grundsätzlich in Frage gestellt wird bei Jelinek, wobei wir uns auch dann darauf geeinigt haben, dass es aber dann doch einen strategisch eingesetzten Feminismus gibt. Das könnte man frei nach Spivak argumentieren, also wo dann tatsächlich Frau als klare identitäre Kategorie auch wieder festgeschrieben wird. Und das alles passiert oft in einem doch recht kurzen Text. Mhm. Genau, und wenn man die großen Themen anguckt, dann haben wir natürlich so Akzente, also ich habe vorhin schon gesagt, ganz viel, oder Anna hat es auch gerade gesagt, in vielen Texten passiert ganz viel gleichzeitig an Themen, die eingespielt werden. Und es gibt aber immer auch so sozusagen der Körper im Fokus, der sozusagen Anlass ist, bestimmte Themen dann in Vordergrund oder Hintergrund zu schieben. Also wenn Kapitalismuskritik, Konsumkultur,
kritisiert werden, dann wird zum Beispiel über den Körper der Frau als, da wird auch über weibliche Zurichtung gesprochen. Wir haben das Beispiel gehabt nach Nora, wo aber nicht nur, wie man das sozusagen in älteren feministischen Konzepten findet, sozusagen eben nur, nicht nur die Zurichtung des weiblichen Körpers durch Mode zum Beispiel stattfindet, als zu sehen geben, als die Herstellung von Weiblichkeit für einen bestimmten männlichen Blick, sondern gleichzeitig die Teilhabe von Frauen an einem bestimmten System kapitalistischer Ausbeutung als Konsumentinnen mit thematisiert wird, also kein falsches Wir, keine Homogenisierung von die Frauen in dem Patriarchat, sondern zu sagen, es gibt zum Beispiel nach Nora so eine postkoloniale Perspektive, zu sagen, es gibt eben die Arbeiterinnen, die diese Mode herstellen, die dieses T-Shirt nähen, und es gibt auf der anderen Seite die Konsumentinnen. Ich kann innerhalb der Gesellschaften natürlich auch hier sozusagen Männlichkeits-, Weiblichkeits-, das Unterordnungsverhältnisse feststellen, aber ich kann auch feststellen, dass es eben konkrete Bezüge zwischen den Konsumentinnen hier im Westen und den Arbeiterinnen in Bangladesch oder sonst wo gibt. Und da gibt es eben kein weibliches Wir, sondern es gibt eben Ausbeutungssysteme, an denen die Frauen qua sozusagen ihrem Modekonsum auch teilhaben. Was nicht heißt, dass sie sozusagen Akteurinnen des Kapitalismus sind, aber es geht um so Kategorien wie Verantwortung, Partizipation, Teilhabe und eben keine einfachen Täter-Opfer-Verhältnisse. Hier kann man vielleicht noch abschließend für unseren ersten Überblick eine ethische Komponente einführen. Also es geht nicht einfach um das prekäre weibliche Dasein, sondern um prekäre Leben an sich, um Menschen, die eben ausgebeutet werden, meist in postkolonialen Verhältnissen, wo die dort ihre Güter herbekommen, in dem Fall waren es oft Kleider, aber das wissen wir ja, das betrifft viel mehr nur als Kleider, das postkoloniale Erbe einfach nicht die Verpflichtung dieses Erbes nicht wahrnehmen und kapitalistisch, ausbeuterisch agieren, und dann sind wir konfrontiert mit Leben, die in diesen Produktionszusammenhängen nicht mehr als solche betrachtet werden. Und das würde ich jetzt wirklich mit Judith Butlers Konzept des Lebens, des nicht betrauerbaren Lebens lesen können. Also dieses Konzept kann man auf viele dieser Situationen umlegen, Momente in Jeleneks Texten, wo Menschen einfach nicht mehr als Menschen behandelt werden und keinen Subjektstatus haben, ausgebeutet werden, sterben in den Produktionsstätten oder sonstigen prekären Verhältnissen. Also hier bietet sich sozusagen ein ethisch-politischer Zugriff an von einer Queer-Theoretikerin, die ihr Werk auch weiterentwickelt hat, so wie Jelinek ihre Schriften eben auch. Ich mache vielleicht noch, auf, wenn das auch als Schlusswort passt, aber noch eine kleine Ergänzung, und zwar, dass dieses, nochmal die Kurve zum politisch-ästhetischen, dass wir natürlich auch über die Autor-Inszenierungsformen in den Texten gesprochen haben. Wenn man fragt, wo ist sozusagen die politische Perspektive, haben wir auch gesprochen über diese Figur der Autorperson, die als Instanz in den Texten auch auftritt und scheinbar sozusagen kommentierend auch auftritt, ohne dass es aber eine Instanz ist, die eine Identifikation anböte. Also da, denke ich, war unser Plädoyer ganz stark zu sehen, dass das sozusagen auch eine Souveränitätsgeste ist, die natürlich verwandelt ist, auch mit ganz alten Motiven, weibliche Kreativität, gibt es das überhaupt, die angeblich angemaßte Sprecherposition von Autorinnen im Diskurs und so weiter, dass aber das eine ganz bewusste Position ist, die auch mit einem bestimmten Autor-Image spielt und mit der Sehnsucht spielt, dass man so eine Instanz im Text hat, die gerade in Texten, die einen sehr stark auch sozusagen verletzend oder sozusagen schmerzhaft konfrontieren mit bestimmten ideologischen Positionen, dass man eigentlich immer wieder als Leserin oder Leser irgendwie hofft, dass da eine Instanz ist, die einem, ne, der man sozusagen zustimmen kann, die einem das kommentiert und einordnet. Und das ist was sozusagen bedient wird und aber auch wieder entzogen wird. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Spiel ist, wenn man die Frage stellt, wo das Politische in diesen Texten ist, dass man sozusagen dieses Gleiten und dieses Spielen mit Sprechinstanzen, dass das nicht nur die betrifft, deren Texte quasi so vampiristisch Jelinek aufsaugt und umwandelt und ummodelt, sondern dass das auch für diese Inszenierung, diese Autorposition im Text selber gilt.
Gut, vielen Dank. Da waren schon ein paar Punkte, die wir auch am Nachmittag alle gemeinsam in der Gruppe besprochen haben. Jetzt möchte ich aber zunächst, bevor wir in das gemeinsame Gespräch gehen, noch die zweite Arbeitsgruppe bitten, ihre Gedankenschwerpunkte zusammenzufassen. Ja, ich werde jetzt nur ein paar Punkte ansprechen. Ich denke, was sich sehr aufdrängt, gerade bei dem schon genannten Text nach Nora, ist, dass Jelinek hier tatsächlich die kapitalistischen Systemzusammenhänge sehr, sehr klar macht. Zentrale quasi Mechanismen der Funktionsweise von Kapitalismus darstellt und die Verschränktheit von Produktion und Konsumption in diesem Zusammenhang eine ganz große Rolle spielt. Ein wesentliches Motiv dabei ist die Vernutzung der Körper, insbesondere der weiblichen Körper als Arbeitskräfte in den Textilfabriken insbesondere, aber natürlich darüber hinausgehend in allen Weltmarktfabriken und nicht nur in diesen, muss man dazu sagen. Gleichzeitig aber, wir haben das auch zusammengelesen mit insbesondere einem Text von Jelinek, der jetzt da heißt, also die Menschen, die endlich mal aus ihren Kleidern raus dürfen und schon wollen sie wieder rein. Also ein Text, wo es ganz massiv um Prostitution geht, um die Aufstellung von Verrichtungsboxen in Zürich, sogenannten Verrichtungsboxen. Das sind ja Wörter, die man kaum, sozusagen Neuschöpfungen, die man kaum in ihrer euphemistischen Brisanz sozusagen verdeutlichen kann. Also wenn man diese beiden Texte verbindet, sieht man auch sehr klar, wie diese Vernutzung des Körpers eben in der Arbeitswelt, im Bereich der Erwerbsarbeit global, aber eben spezifisch auch im Bereich der Prostitution funktioniert und wie auch das natürlich ein unglaubliches Geschäft ist, an dem nicht zuletzt der Staat partizipiert und eine wesentliche Rolle einnimmt. Und das Ganze fügt sich dann noch einmal in einen assoziativen Rahmen, assoziativen Kontext, der in hohem Maße an den Nationalsozialismus anklingt. Ich denke, das haben wir sehr klar mit bestimmten Bildern, die sich aufdrängen, wenn es zum Beispiel von diesen Verrichtungsboxen als Baracken spricht und Ähnliches. Und das haben wir eben auch im Zusammenhang mit den Textilfabriken. Ich möchte noch einen Aspekt besonders hervorstreichen, nämlich das, was Neoliberalisierung in unserer Gesellschaft eigentlich bedeutet, dass Neoliberalismus ja in hohem Maße das Individuum hervorgehoben hat und die Gesellschaft in dem Sinn als etwas, wir erinnern uns alle an Thatchers alle diesbezügliche Aussagen, there is no such thing as society, also dass Gesellschaft in dem Sinn nichts anderes ist als eine Summe der Individuen. Und diese bestimmende Entwicklung, die mit neoliberaler Transformation in den letzten Jahrzehnten in Europa einhergegangen ist, macht sie meines Erachtens auch sehr, sehr klar, in dem, wie sie diesen Konsum auch beschreibt, der Konsum der Kleider, das Bestreben damit, sich Individualität zu erkaufen, Individualität zu erlangen über soziale Differenzierung, dabei aber gleichzeitig eben auch die eigene Leere zu verhüllen, zu verdecken, dass hier nichts ist, dass also von diesem Vereinzelten, von diesem Individuum in seiner radikalen Einsamkeit letztlich nicht mehr als Subjekt gesprochen werden kann, sondern ein subjektloses Subjekt. Das waren so einige wesentliche Punkte. Fast alle Punkte.
Also wir hatten eigentlich 5 Texte und wir haben dann mit einem begonnen und dann gedacht, wir sollten vielleicht doch noch einen zweiten nehmen, also soweit sind wir gekommen. 1,5 Texte haben wir bearbeitet. Den wichtigsten zentralen Text, den wir bearbeitet haben, ist Nach Nora, den ich persönlich auch so als sehr spannenden Text von Jelinek empfinde, weil sie wirklich auch reagiert auf ein aktuelles politisches Geschehen ist, nämlich dieser Zusammenbruch der Fabrik in Bangladesch, wo 1100 Textilarbeiterinnen zu Tode gekommen sind. Und sie schreibt dazu in einer literarischen Form, kommentierend, aber auch uns hineinziehend in dieses Szenario und in die verschiedenen Positionen, die eingenommen werden. Das Spannende daran finde ich, und wir haben das dann auch diskutiert, welcher Blick dann und wie scharf sie erstens, fange ich mal so an, wie scharf diese Grenze gezogen wird zwischen wir und den anderen. Also sehr bewusst, sodass man tatsächlich auch das Gefühl hat, wir müssen eine Positionierung einnehmen, von wo aus blicken wir auf dieses Geschehen ist. Und dass dann eben zum Beispiel der Begriff der Masse, den wir lange diskutiert haben, sehr wichtig ist, nämlich Masse als ein Begriff, der in der Linken noch unter Marx ein positiver Begriff war, kennen wir ja nicht. Früher war Massenuniversität auch ein positiver Begriff, heute nicht mehr. Aber das ist, und Jelinek beginnt den Text auch damit, dass es das nicht mehr gibt, diese Massenbewegungen als etwas, was affirmativ ist. Aber es gibt nur noch die Masse. Und da kommt tatsächlich zur Geltung, dass diejenigen, die im globalen Süden verordnet sind, also die ehemaligen kolonialisierten Bevölkerung, nur noch als Masse wahrgenommen wird und tatsächlich untergeht und gesichtslos bleibt. Und in diesem gesichtslos bleiben ist es natürlich auch unmöglich, eine ethische Beziehung, könnte man jetzt mit Elina sagen, auch einzunehmen. Und das fanden wir jetzt in den Texten ganz interessant, dass es in dem anderen Text auch ähnlich ist, wie diese Grenzziehung ist. Während diese Verrichtungsboxen sozusagen ein Außen im Innen herstellen, wird bei dem Text Nach Nora tatsächlich ein Außen und ein Innen, praktisch Europa und der globale Süden, die heutige postkoloniale Welt dann auch aufgebaut. Und der Blick darauf ist ganz interessant, deswegen glaube ich, wird sehr bewusst, weil Jelinek dann auch Bildmaterial eingesetzt, was auch die Gewalt auch darstellt, die Gewalt der Bilder. Und wie wir gesagt haben, sind diese Bilder Teil des Textes. Es ist also nicht eine Bebilderung, sondern tatsächlich, die Bilder sind Teil des Textes, werden im Text auch wieder aufgenommen. Und die Gewalttätigkeit der Position des Westens, und sie spricht da auch immer in dem Wir, sehr, sehr stark immer, wie wir und was wir tun und wie wir auf diese Frauen auch blicken oder diese Massen von Menschen. Es gibt zum Beispiel diesen einen Satz, den ich sehr eindrücklich fand, 1100 Frauen sind gestorben, wer soll jetzt unsere Kleider nähen? Das ist diese Position, dass wirklich dann nur noch die Körper als Human Resources, als vernutzbares Material, wie Larede es gesagt hat, auch dann gesehen wird. Diese Gewalttätigkeit, die in dem Text auch drin ist, ist schwer auszuhalten, aber ich glaube, dass hier tatsächlich eine postkoloniale Perspektive auch uns zeigt, wie weit diese Analyse dann auch gelingt, nämlich eine komplette Enthistorisierung, denn wir können den Text lesen, ohne überhaupt zu wissen, wo Bangladesch überhaupt auf der Landkarte ist, ohne überhaupt zu wissen, dass es nach 1948 erstmal zu Indien gehört, dass es da Kriege gegeben hat, wer heute an der Regierung ist, wer die Bevölkerung ausmacht und so weiter. Was für, glaube ich, was sehr deutlich wird, und da könnte man mit Spivak das sich auch anschauen, ist die Überausbeutung einer bestimmten Gruppe in der Welt, und das wären dann zum Beispiel die Textilarbeiterinnen, als für Spivak-Subjekte, die überausgebeutet werden oder, wir könnten auch sagen, noch nicht einmal Subjektstatus bekommen, zumindest nicht in unserer Analyse, also in den Bereich der Objekte auch abgedrängt wird. Ich glaube, das ist, also wir haben das dann sehr lange dann auch dann diskutiert, auch den Begriff, wie gesagt, der Masse, wie diese Grenzen gesetzt werden und der Zusammenbruch des Dualismus zwischen Zivilisation und dem Barbarischen. Also plötzlich das ins Wanken gerät innerhalb des Textes, wer ist eigentlich barbarisch? Und was auch noch wir diskutiert haben und ich auch sehr interessant fand, ist es überhaupt möglich, in einer Gesellschaft oder in einer Welt, die so fundamental von Ungerechtigkeit durchzogen ist, so fundamental, und dann auch wirklich Gruppen herstellt, die
fast eigentlich nicht in der Lage sind zu existieren. Wir wissen auch, dass selbst wenn die Fabrik nicht zusammengebrochen wird, dieses Lebenserwartungsalter dieser Frauen ist extrem gering. Also es sind wirklich Körper, die verlust werden und einfach relativ schnell sterben. Wie können wir da in dieser wirklich fundamentalen Ungerechtigkeit, die die Welt auch trennt, überhaupt noch ethisch handeln? Welche Position des ethischen Handelns bleibt uns da noch übrig? Und da macht sie eben sehr geschickt auch rhetorisch immer wieder auf diese Unmöglichkeit dessen. Also wenn wir dann versuchen, dann irgendwie, es hilft zum Beispiel nicht, wie wir in der Diskussion gesagt haben, ein faires T-Shirt zu tragen. Das ist im Grunde noch, speist sich das wieder ein in die kapitalistische Logik, dass wir dann versuchen, doch individuell nochmal anders zu sein. Aber im Grunde ist das nicht möglich. Bezogen auf Gender Revisited, also ich würde ja sagen, dass mit der, wenn wir mit der postkolonialen Theorie drauf schauen, die ja nicht neu ist, die kommt, ist nur so spät angekommen hier. Ne? Das ist ziemlich weit weg ist. Trump war schnell hier, aber die postkoloniale Theorie hat 30 Jahre gedauert bis zur Rezeption und jetzt sagt man auch schon, sie ist vorbei. Aber gut, das hat dann auch seine Gründe, Industrialisierung könnte man dann sagen. Dass man dann wirklich auch schauen kann, wie unmöglich so etwas ist, wie eine globale Allianz, ja, über die koloniale Grenze hinweg. Also die Wirkmächtigkeit des Kolonialismus und der epistemischen Gewalt und auch der materiellen Gewalt, die es so etwas wie ein Global Sisterhood im Grunde genommen unmöglich macht. Und in dem Text wird das immer wieder möglich und es ist sehr unangenehm, weil natürlich wir in Europa daran gewöhnt sind, auch genau das zu vertreten, was Jelinek hier zeigt, wir eigentlich nicht in der Lage sind zu tun, nämlich menschlich zu handeln und human zu sein. Das Wesentlichste ist eigentlich gesagt worden, das ist der Nachteil, wenn man als Letzter spielt, oder der Vorteil, je nachdem. Was ich ja sagen wollte, weil es kann jetzt den Eindruck sozusagen erweckt werden, dass wir uns einig waren, wir waren uns überhaupt nicht einig, was ja auch gut so ist und produktiv, wenn man wissenschaftlich spricht. Also ein quasi Streitpunkt war zum Beispiel, also die Vermassung, die hier schon genannt wurde, weil es wurde festgestellt, eine Ambivalenz des Neoliberalismus, also der Neoliberalismus, der sozusagen heißt, das Streben nach einer absoluten Freiheit, Individualität und so weiter, aber das führt quasi zu einem, also man könnte das so sehen, zu einem neuen Kollektiv, zu einer Vermassung, das heißt, die neoliberalen Subjekte werden auch zu einer gewissen Masse. Was damit zusammenhängt mit dem Problem der Masse oder mit dem Kollektiv ist, dass wir eigentlich, ich glaube, alle festgestellt haben, dass die Geschlechterbinarität sozusagen in den Hintergrund tritt und dass eben diese Massen eine wichtige Rolle spielen. Also so ein Kollektiv wäre auch zum Beispiel das Volk zu nennen. Das Volk in diesem Text, jetzt dürfen die Menschen aus ihren Kleidern raus. Dass da jetzt nicht unterschieden wird zwischen Frauen und Männern, also Schweizerinnen und Schweizer, die abgestimmt haben, dass diese Vernichtungsboxen da eingerichtet werden. Das ist schon alles gesagt worden, was noch, also für mich, was für mich sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass in der Opposition zu diesem Jetzt des Konsums, diesem neoliberalen Jetzt, dass Jelinek irgendwie die Geschichte, die Vergangenheit auf den Plan ruft. Und das macht sie eben mit den parallelen Allusionen auf den Genozid, Holocaust. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, weil das ist jetzt persönlich von mir. Ich glaube, wenn man so beobachtet, was in Europa passiert, beziehungsweise in der Welt, man könnte den Eindruck haben, dass wir echt vergessen haben, was vor 70 Jahren passiert ist. Ja. Gut, dann danke ich mal den Arbeitsgruppen. Vielleicht haben Sie schon herausgehört, es war ein sehr produktiver Nachmittag. Ich möchte
Zum einen auf die Autorinnenstimme, auf die Autoreninszenierung eingehen und die Frage vielleicht auch nochmal an alle stellen, weil das ein Punkt war, der diskutiert worden ist. Was macht diese Autorinnenstimme? Wer spricht da? Ist es Elfriede Jelinek? Ist es eine Instanz, die sich vollkommen raushält, eine neutrale Instanz? Was verbindet diese Autorinnenstimme oder was will sie uns oder dem Leser, der Leserin sagen? Vielleicht möchte jemand dazu etwas sagen? Ich habe vorhin schon gesagt, weil es war bei uns auch tatsächlich einfach ein wichtiges Thema, dass ich glaube, dass man nicht die Idee von Elfriede Jelinek spricht, braucht, um zu sagen, wie kommt das Politische in diesen Text, sondern das Politische ist das Verfahren des Textes, das uns konfrontiert und das kann jetzt auch, habe ich vorhin betont und kann man jetzt auch noch mehrfach, was auch schmerzhaft ist, also was so den Finger in die Wunde legt und einen nicht beim Einverständnis nimmt und dann weiter, sondern einen mit Sachen konfrontiert, an denen man echt rumkauen muss, so ein paar Nüsse, die man knacken muss, Dinge, die unangenehm sind und sozusagen dieses Konfrontiertwerden, dann natürlich auch mit einer humoristischen Perspektive, also zum Beispiel diese Karlauer, die reinkommen, also es funktioniert ganz viel über Sprachspiele und erstmal nicht über eine inszenierte Autorinstanz, die die Bedeutungen, die im Text sind, dann irgendwie einhegt und sicherstellt und festmacht, sodass man sie nach Hause tragen kann, sondern es ist eher auch nochmal eine Instanz, die beunruhigt. Es ist eher auch nochmal eine Instanz, die Fragen stellt. Es ist eine, die einen dabei packt, bei dem vielleicht auch dem Wunsch, diesem sozusagen ausweichen zu wollen, was feststellen zu wollen, und einen genau dabei erwischt, dass man möchte, dass man eine Position hat, mit der man mitnicken kann und einverstanden sein kann und sicher sein kann, auch in seinem ethischen Impetus irgendwie, und die das aber immer wieder verweigert und sich dem entzieht. Deswegen würde ich sagen, das ist, wenn man die Texte so quer liest, einerseits ein Gestus, der eben zwischen inszenierter Demutsgeste ja die ganz alte Weiblichkeits-Kreativitätsmotive aufgreift. Ich als Autorin, dass ich hier, eigentlich darf ich ja gar nicht sprechen, aber ich mache es halt trotzdem, da kommen so ganz alte Diskurse mit rein, dann gibt es irgendwie ein paar neue Motive, ne, die sozusagen alternde Autorin, die jetzt da sich in diese Autor-Inszenierungskommentare auch einschreibt. Vor allem aber ist es eben ein Pendeln, glaube ich, zwischen so einer Instanz, die scheinbar dieses, ja, ne, wir können einverstanden sein, anbietet und sich dem aber tatsächlich auch wieder entzieht und einen mit Positionen konfrontiert, mit denen man gar nicht mehr mitgehen will und einen deswegen wirklich dazu zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, dass man eine Autorin im Text sucht. Das heißt aber nicht, dass diese Sehnsucht befriedigt wird in diesem Text, sondern es ist, glaube ich, eher der Umgang damit. Es gibt ein Autorinnen-Image, es gibt eine bestimmte Erwartungshaltung an dieses Autor, an die Autorperson und das wird mitvertextet, so würde ich das. Vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Also ich bin überzeugt davon, dass diese außersprachliche Referenz hintergangen, unterlaufen wird, dekonstruiert wird, wenn man so will. Es gibt die Autorin nicht, es ist vielstimmig, es ist auch nicht eindeutig, was das Geschlecht anbelangt, um diese Dimension auch einzubeziehen. Also wer hier spricht, das ist kein verlässliches, außersprachliches Autorinnen-Ich, ganz sicher nicht. Also diese Gewissheit, die verweigert sie uns. Ja. Also es ist die Autorin, die Autorin, die Autorin. Es ist ein fast uneingrenzbarer Bereich, der natürlich dann auch oftmals mit dieser Puppe in Verbindung gebracht wird, also diese Spiegelung in der Puppe, die dann mit der gespielt wird, die zerrissen wird. Und interessant ist ja, dass Jelinek sogar auf die Inszenierungsformen dann immer wieder selbst rekurriert. Also dieses Interplay zwischen Inszenierung und dem neu geschriebenen Text, auch eine sehr spannende Sache. Und man könnte diese Entstehung dieses Ichs im Text auch wirklich rhetorisch lesen, über eine rhetorische Figur,
viele werden sie kennen, es wurde gerade ein ganzes Buch darüber geschrieben, also diese berühmte Prosopopöia, also die rhetorische Figur, die im Text Stimme verleiht und zugleich entzieht, weil es eben sozusagen weil klar ist, dass es eine rhetorische Konstruktion ist und im Zuge des Verleihens dieses Ich wird aber auch kommuniziert, mitkommuniziert, dass es eine rhetorische Strategie ist und insofern entsteht zugleich wieder diese Zurücknahme, dieser Entzug. Und all diese Spielchen, ohne dass sie ausgewiesen werden, werden in diesen Texten gespielt und ich glaube, es gibt fast nichts Komplexeres in Jeleniks Texten als diese Frage der Autoren und Figur. Eine unabschließbare und ewig uneindeutige wird es gewesen sein. Ja, vielleicht hebe ich noch einen Aspekt, über den wir auch gemeinsam gesprochen haben, besonders hervor, nämlich dass Jelinek das im Text selbst von den Textilarbeiterinnen und den Textarbeiterinnen spricht und in gewisser Weise diese beiden analogisiert, weil sie als Textarbeiterin eben auch die einzelnen Fäden der Gedanken oder der Gespräche oder der Aussagen simpel, die quasi im Raum schwirren, verwebt, zu einem Textgewebe zusammenstellt, verbindet und damit aber genau eben auch nicht nur diesen Diskurs, der in unseren Gesellschaften geführt wird, sondern eben auch den Systemzusammenhang wiederherstellt und damit quasi noch einmal eigentlich spiegelt, wie Kapitalismus auf der materiellen wie auch auf der diskursiven Ebene funktioniert letztlich. Ja. Ich bin keine Literaturwissenschaftlerin, das ist über das Schöne und das Schreckliche am interdisziplinären Arbeiten, dass man natürlich zu bestimmten Dingen, das kann ich mir anhören und dann gehe ich aber auch gleich in Widerstand. Weil natürlich gibt es, kann man sagen, es ist ein Text und die Autorenschaft, die ist da hineingewoben, aber die holt sich da auch wieder raus, aber es hat doch eine Person geschrieben. Und diese Person ist auch irgendwie verortet und die ist auch materiell anfassbar und damit auch begreifbar. Und insoweit ist sie auch in der Lage, bestimmte Positionen einzunehmen und andere nicht einzunehmen. Das war eine der Diskussionen, die wir hatten. Ist da drin nicht auch eine politische Positionierung drin? Weil die Stimmen, die sie sprechen lässt, die sind auch limitiert. Das ist zwar polyphon, das ist das Schöne an Jelinek, dass sie natürlich nicht nur eine Stimme sprechen lässt, sondern schon in der Lage ist, auch verschiedene Stimmen sprechen zu lassen, dass man auch dann eben nie das Gefühl hat, aha, das ist genau, ich bin ein Jelinek-Fan und alles, was sie sagt, ist super, der Text ist super, sondern auch mit diesem Unwohlgefühl arbeitet, aber natürlich ist sie nicht in der Lage, alle Perspektiven und Positionen einzunehmen. Insoweit ist sie natürlich auch die Autorin, die in gewisser Weise, die Autorin erkennt man an der Begrenztheit dessen, was sie uns produzieren oder reproduzieren kann. Also das können auch wiederholen, aber natürlich ist sie Teil von einem bestimmten Kontext, die spricht in einer bestimmten Sprache, die auch nur bestimmte Möglichkeiten eröffnet, auch sich zu artikulieren und sie spricht aus einem bestimmten Kontext bezogen auf Zeit und Raum. Und andere, und auch selbst wenn sie Intertextualität als Strategie anwendet, so ist auch diese Intertextualität, und das ist glaube ich ganz wichtig, das ist das, was wir als Sektion mitnehmen von der postkolonialen Theorie, begrenzt. Sie ist begrenzt. Sie ist nicht in der Lage, wenn sie zum Beispiel dann diesen Text bespricht über den Schleier und den Iran, sie kann kein Farsi. Also kann sie auch nur sehr begrenzt diese Intertextualität überhaupt tatsächlich auch also da hineingehen. Und das Polyphone ist begrenzt. Das ist schon spannend, einfach begrenzt. Und insoweit müssen wir das mit der Autorenschaft nicht so banalisieren, aber auch nicht depolitisieren. Es ist immer noch ein verorteter Raum von dem aus, wo die Form von mir ausgeschrieben wird. Ich würde das gerne total unterstreichen und sagen, für mich sind das aber zwei Paar Stiefel. Das eine ist das Beschäftigung mit Autorschaft und die ist limitiert und begrenzt. Und das andere ist die Inszenierung von Autorschaft im Text als Sprechposition. Und das ist nicht deckungsgleich. Aber die Inszenierung mit einer Autorin. Ja, natürlich. Ja, ja. Also wie der Text gewebt ist, ich nehme die Metapher mal auf. Dahinter sehe ich, von welchem Standpunkt aus jemand spricht, was er uns sozusagen zu sehen gibt, zu hören gibt.
Das ist aber nicht dasselbe wie die Stimme, die ich sozusagen mit dem Textmarker anstreichen kann im Text, die sagt, sieh her, ich bin hier die Autorin. Das ist nicht das Gleiche, sondern das ist die banale Stimme. Ja, ne? So. Aber das wird ja sehr oft gemacht, dass man versucht, diese Autorin, die als Figur im Text auftritt, dingfest zu machen mit Positionen Elfriede Jelinek. Und das funktioniert nicht und das war das eine Idee. Das wäre natürlich, wie gesagt, diese banale Interpretation von Autorinnen schafft. Aber dieses ganz Degradierende davon, dass es das nicht gibt, das ist eben problematisch, weil wir dann auch wieder schnell in diese Falle tappen von, dass eine Autorin oder eine Nicht-Autorin in der Lage wäre, eben alle Stimmen universal auch abzudecken. Also das kann sie nicht. Und insoweit ist es schon wichtig zu wissen, wer diesen Text verfasst hat und in welcher Zeit dieser Text auch verfasst worden ist. Und Robert Kant ist diese komplette Löschung von Autorenschaft für mich immer eine problematische, die tendenziell depolitisiert ist. Gerade bei diesen Texten, die so hochpolitisch auch sind. Da würde ich aber sagen, dass gerade die Jelinek-Forschung ein gutes Beispiel ist dafür, dass das nicht durchgestrichen wird. Gibt es vielleicht zu dem Thema oder mal allgemein aus dem Publikum Fragen oder Anregungen? Ja. Also ich danke sehr für dieses Gespräch und das ist hochinteressant. Ich habe mir zu Beginn gedacht, als Sie das vorgestellt haben, in dieser abstrakten Weise über diese kleine Geschichte mit Bangladesch und dann weiter die postkolonialen Elemente, der ein klassischer eigentlich Jelinek-Text auch in seiner Art, wie Sie den Text manipuliert im Grunde genommen. Was ist also in diesen neueren Texten innovativ oder quasi für Jelinek außergewöhnlich? Geht das jetzt? So. Ja, vielleicht hört man nicht. Ja, vielleicht warten wir kurz. Ja, jetzt ist es besser. Also inwieweit sind diese Texte, die Sie heute besprochen haben im Workshop, setzen Sie sich ab von Texten wie diese Kaprun-Tragödie, nicht? Wo es ja auch um Machtmechanismen ging, um bestimmte Problematiken der Ausbeutung, der Schlamperei oder Rechnitz, also dieses große Holocaust-Thema wieder. Inwieweit ist das, was Sie heute diskutiert haben im Workshop, Jelinek neu? Ja, wir haben uns auch diese Frage gestellt und eigentlich festgestellt, es gibt schon eine Differenz. Und zwar, die Texte werden immer globaler, was die Themen anbelangt. Also die früheren Texte waren eher fokussiert auf Österreich, beziehungsweise Österreich-Deutschland. Und jetzt sind das Themen, die wirklich global sind. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass die immer publizistischer werden, dass das wirklich direkte Reaktionen sind auf aktuelle Ereignisse. Das wäre, glaube ich. Ja, oder vielleicht auch von der Wahrnehmung her auf jeden Fall stärker auf die, was wird medial gerade verhandelt, über welche Unglücke geht es gerade, welche Reden, worüber wird gerade gesprochen im Mediendiskurs, dass das offensiver in den Texten ausgestellt wird. Also wir haben auch gesagt, dass es natürlich so ein Text wie Wolkenheim, der sich jetzt auch mit historisches Material von Heidegger und so weiter, natürlich auch dann mit FPÖ-Reden oder was auch immer mischt, dass da der Gegenwartsbezug natürlich auch da ist, dass man diesen, warum man über nationalistische Propaganda schreibt, dass das aber nicht so klar ausgestellt wird, wie jetzt in Texten wie Wut, wo halt von Griechenland und so weiter die Rede ist, wo klar ist, guck mal, ich bin gerade in dem aktuellen Mediendiskurs und da setze ich meinen Text direkt rein. Ja. Also von daher war es so ein bisschen eine Diskussion, ist es wirklich eine Verschiebung oder ist es eher so, dass die Texte immer natürlich schon diese Aktualität hatten, also wir hatten auch gesagt, Stecken, Stab, Stange, ne? Da ist es auch klar, das ist ein klarer Bezug zu einem bestimmten Ereignis, ein viel früherer Text. Und vielleicht ist es einfach nur so, dass es offen plakativer gemacht wird. Und das, glaube ich, ist mit dem Publizistischen auch ein bisschen gemeint, dass es nochmal plakativer herausgestellt, dass es wirklich darum geht, die Gegenwart zu beschreiben und wahrzunehmen, was es alles an Positionen gibt, mit denen man sich gefälligst auseinanderzusetzen hat, auch wenn sie einem nicht schmecken. Nur ganz kurz, also mir war es bei der ersten Lektüre, kam es mir so vor, es würde etwas von diesem extremen Sprachspiel
unsichtbarer werden und eben diese publizistischen, zeitaktuellen Bezüge noch stärker im Zentrum stehen. Also ich fand die Texte ästhetisch nicht so ansprechend wie etwa größere Romane, Kinder der Toten oder auch andere jüngere Texte. Und ich habe mich gefragt, warum, wir haben das auch diskutiert und tatsächlich scheint es zu sein, dass es doch stärker um Inhalte geht, die per se schon so grauenhaft sind, dass der kahle Ohr nicht mehr das richtige Mittel scheint. So kam es mir vor. Also das ist jetzt wirklich nur eine Einschätzung, die sich auf der Basis einer sehr fragmentarischen, kurzen Lektüre-Situation gegeben hat. Ja, ich denke aber, dass wir doch weitgehenden Konsens darüber hatten, dass die Kontinuität einfach sehr, sehr groß ist und dass sich natürlich ihre Jeleniks Reflexion mit der Veränderung von Kapitalismus und mit dem, wie eben auch Geschlechterverhältnisse im Kapitalismus aussehen, sich verändert und ihre persönliche Position in der Gesellschaft sich natürlich auch dramatisch verändert hat in den letzten 30 Jahren. Und dass das eben in den Texten auch in gewisser Weise sichtbar wird, aber trotzdem, sowohl thematisch muss man eigentlich sagen, wie auch in der Form ist die Kontinuität eigentlich dominant, wenn ich das für alle jetzt, glaube ich, so sagen darf. Ja, Entschuldigung. Nein, das habe ich sehr stark als Konsens wahrgenommen. Ja, vielleicht ganz kurz noch, diese Frage nach der Innovation, also genau das haben wir auch als Auftrag gehabt, uns zu fragen. Und ich bin immer wieder dahin zurückgekommen, dass ich gesagt habe, von wo aus denken wir eigentlich Innovation? Also wenn ich sehe, ja, ästhetische Verfahren, ob ich jetzt Wut lese oder ob ich Wolkenheim lese, ich lerne in beiden Texten was über nationalistische Ideologien, muss ich dann eigentlich überhaupt Wut lesen? Also sozusagen braucht es das, wenn es nochmal das Gleiche ist? Und dann würde ich sagen, ja, natürlich braucht es das, weil es ist unsere Gegenwart, genauso wie sozusagen Patriarchatstheorien immer noch auf bestimmte Kontexte sehr wunderbar Anwendung finden, auch wenn sie nicht das einzige Handwerkszeug sind, das man haben, aber dass sozusagen bestimmte Verhältnisse, sozusagen, dass es eine Anpassung gibt an Veränderungen in Diskussionen, aber dass bestimmte Binarismen und Homogenisierungen, Konstruktionen von Identitäten gleich bleiben und man die auch mit demselben Instrumentarium bearbeitet, ist auch nicht unplausibel. Also nur weil was schon da war, heißt es nicht, dass es jetzt nicht genauso absolut nötig ist, das so nochmal zu sagen und einem so nochmal hinzuschmeißen. Wobei ich finde, dass es zum Beispiel ganz schön ist, wir haben vorhin wurde gesagt, also gerade am Begriff der Masse, da gab es positive Konnotationen und negative Konnotationen, also Bewegung der Masse, die nicht mehr da ist und ein negativer Massenbegriff und so. Und solche Verschiebungen, solche Auseinandersetzungen sieht man zum Beispiel auch in den Texten, mit denen wir es hier zu tun hatten, also Wut zum Beispiel, wo man sagt, ja, ich will von dem politischen Text Engagement und dann ist Wut, wenn man an sowas denkt wie empört euch, ja, ist ja erstmal ein positiv besetzte Emotion, weil sie einen aus diesen, ja, ich kann ja sowieso nichts machen und sind ja, gefangen in den Verhältnissen und so, erstmal sozusagen rausholt aus der Komfortzone und sagt, Engagement ist wichtig und empört euch. Und dann aber, jetzt sind wir an dem Punkt, wo Wut absolut negativ konnotiert ist, weil es nur noch mit rechtem Populismus in Verbindung gebracht wird, mit Irrationalität, mit Diffamierungsrhetoriken und sozusagen solche Sachen gegeneinander knallen zu lassen. Das funktioniert auch mit ganz alten ästhetischen Strategien wie jemanden sozusagen zum Reden bringen, Sprachflächen schaffen, wo dann Positionen sozusagen innere Widersprüche offenbaren, lächerlich gemacht werden und das funktioniert ganz wunderbar mit ganz alten Verfahren. Da vermisse ich sozusagen dann auch den Innovationscharakter nicht, weil ich denselben Appellcharakter sozusagen in die Wunden gehen, das schmerzhaft machen, setzt euch auseinander, sozusagen die Frage, wie wird eigentlich das Publikum affiziert und auch vielleicht in eine Haltung des sozusagen eines anderen Reflektierens oder eines anderen Zugangs zu einem scheinbar alten Thema gesetzt. Das, finde ich, funktioniert weiterhin ganz gut. Ich glaube, es gibt eine zweite Frage. Ja.
Hallo, schönen guten Abend nochmal. Ich bedanke mich für die vielen Reflexionen hier. Ich bin keine große Jelinek-Leserin, habe aber eben, als ich diesen Text The Cast of Gaze von ihr kommentiert habe, ein bisschen einen Schock erfahren, weil ich mich wirklich mehrmals bemüht habe, darin was Positives zu finden in diesem Text. Aber ich fand ihn einfach wirklich von seiner Perspektive her und wie sie geschrieben hat, verletzend zumindest mir gegenüber. Und als sie dann auch jetzt gesprochen haben über über den Text nach Nora, den ich mir vornehme zu lesen, und über die bengalischen Frauen und die Arbeitskörper und die Abnutzung, habe ich mich gefragt, kann es sein, und wahrscheinlich ist es so, dass ich diesen Text genauso wahrgenommen habe, weil ich eben einer dieser verschleierten Frauen bin, über die sie spricht oder auch nicht spricht, je nachdem. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass wenn eine Österreicherin mit bengalischem Background diesen Text nach Nora lesen würde, wie sie diesen Text wahrnehmen würde und ob sie die Sprache, die da verwendet wird, abwertend empfinden würde. Und das war so ein bisschen so die Frage, ist dieser Text vielleicht für sie geschrieben, für Frauen geschrieben, die nicht betroffen sind von dieser Sprache? Was stellt dieser Text bei den Menschen her oder bei den Frauen her, eben die eine Distanz haben? Weil ich kann gerade bei dem Thema Schleier und bei all dem, was dazu gehört, gerade momentan schwer eine Distanz aufbauen und vor allem schwer eine Distanz zu Orientalismus aufbauen, der mir eben tagtäglich als Rassismus begegnet auch. Und das war so ein bisschen die Frage, kann es sein, dass dieser Text entsprechend der Perspektive, und die haben wir vorhin auch gesprochen, die Stimme, die spricht, die Autorin, kann es sein, dass die Autorin in ihrer Sprache bei den Leserinnen eben oder Lesern entsprechend was anderes auslöst, je nachdem, wo die dann verortet sind. Also ich muss nicht immer anfangen, aber ich kann anfangen. Also es waren ganz viele Aspekte, die Sie angesprochen haben. Sowohl, also wir können die Rezeption nicht kontrollieren, also der Text kann in jedem Kontext gelesen werden und wird immer anders gelesen werden. Es gibt überhaupt kein universelles Sprechen über etwas und ich glaube nicht, dass der Text sich das vorgenommen hat, irgendeine Form eines abgeschlossenen universellen Sprechens, dem ein bestimmtes universelles Denken zugrunde liegt. Das hat der Text sicher nicht gemacht. Er hat auch verschiedene Positionen gegeneinander ausgespielt, vielleicht auch kontroverse Positionen gegeneinander ausgespielt. Er hat sich nicht davor gefürchtet zu verletzen, vielleicht tatsächlich. Ja. Also er hat das nicht vermieden, Positionen anzusprechen, die eben gerade im Moment oder halt in den letzten Jahren in diesem großen Rahmen der sogenannten Kopftuchdebatte diskutiert werden. Er ist auch in dieser Hinsicht vielstimmig und Sie sprechen jetzt die Verantwortung der Autorin an. Und wir haben das auch diskutiert. Ja. Also es war auch ein wichtiger Punkt in unserer Diskussion. Und da muss man halt wirklich sozusagen verschiedene theoretische Standpunkte abklopfen. Ja. Also welches Konzept der Autorschaft favorisiert man? Von welchem Standpunkt geht man aus? Wie ist das mit dieser außersprachlichen Referenz Autorin? Welche Verantwortung hat die? Also ich glaube, wir haben uns dann am Ende darauf geeinigt, waren ein paar so konsensuale Linien, du wirst das dann ergänzen, sicher, wo es erstens auf den Standpunkt drauf ankommt, wirklich den Interpretativen, ja, welchen nehme ich ein, gehe ich vom Tod des Autors aus oder von einer komplett anderen theoretischen Position. Und hat der literarische Text ein Text sozusagen in its own right oder ist diese außersprachliche Referenz einfach unhintergehbar? Das waren so Fragen, die wir uns gestellt haben. Also es gab darüber eine Kontroverse, auch über den Text und auch über deine Reaktion darauf in der Gruppe, in der Großgruppe. Und es ist ein bisschen, also es gibt einfach verschiedene, eben zum Beispiel jetzt
deine Kommentierung von unserem Sprechen über nach Nora, da würde ich zum Beispiel nicht mitgehen, weil eine Frau, die aus Bangladesch ist und in Deutschland verortet ist, das ist eine völlig andere Subjektposition als eine Textilarbeiterin in Bangladesch. Das ist genau das, was das Biwak immer sagt, es gibt doch etwas, das müssen wir bezeichnen als eine, die weiteren Klassenapartheit in der Gesellschaft fortlebt. Und es ist nicht politisch korrekt zu sagen, dass das dasselbe ist. Da gibt es die Falle der Repräsentation. Also eine Frau, die hier verortet ist und sagen wir mal hier Professorin ist für arabische Sprachen und zufällig in Bangladesch geboren ist und nach 10 Jahren nach Deutschland migriert ist, hat eigentlich nur noch wenig mit der Person, die praktisch dargestellt wird als Textilarbeiterin in Bangladesch zu tun. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu erkennen, weil das wäre jetzt so diese klassische Identitätspolitik, aber die postkoloniale Theorie auch, weil die natürlich sehr stark poststrukturalistisch inspiriert ist, immer so ablehnen würde. Das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren. Aber was, wo ich jetzt kontrovers wäre zu einigen der Positionen in der Gruppe, ist die folgende. Nämlich, dass ich eben doch davon ausgehe, dass es eine Verantwortung gibt von einer Autorin, dass sie nicht praktisch sich da herausreden kann, tut sie auch nicht, aber ich würde das auch nicht tun, sie praktisch davon zu befreien von dieser Verantwortung, auch von dieser Verachtung, von der gesprochen wird und was dieser Text dann auch tatsächlich auch auslöst. Und da sind zweierlei Dinge wichtig. Ich finde, dass Jelinek da in diesem Text ganz interessant eigentlich auch, weil sie eigentlich nicht über den Schleier an sich spricht und auch nicht über den Iran an sich, sondern eher über die Wahrnehmung des Westens von dem. Und das ist ein Spiel. Das finde ich schon interessant, wie sie das macht. Deswegen würde ich da auch in Widerspruch gehen, könnte man eine Diskussion darüber führen zu deiner Reaktion darauf. Aber wir müssen natürlich sehen, wie die, wenn wir über Produktionsbedingungen sprechen, müssen wir natürlich auch über die Produktionsbedingungen des Textes sprechen. Und wenn ein solcher Text produziert wird in einer Gesellschaft, die so durchzogen ist von einem antimuslimischen Rassismus, dass die Mehrheit, und da hatten wir auch die Kontroverse, eben nicht nur die Bildleserinnen oder die Krone-Zeitung-Leserinnen, sondern einfach auch die große breite Masse des Bürgertums sich da sehr einig ist, dass zum Beispiel der Islam nicht etwas ist, was nach Europa gehört und auch die klassischen Bilder immer bedient von der unterdrückten muslimischen Frau oder von mir aus drüber gesprochen von der Kopftuchträgerin, dann muss das schon auch dann ist es auch klar, dass es auch so gelesen wird als eine Verletzung, weil man da nicht rauskommt. Das heißt, wie können wir eine Kritik an bestimmten sexistischen Strategien, an sexistischen Politiken, sagen wir mal, anbringen in einer Gesellschaft, die rassistisch ist? Das ist etwas, was zum Beispiel Spivak sehr häufig als Dilemma auch tatsächlich thematisiert und aufzeigt. Und das müssen wir gucken. Das leistet der Text nicht. Und ich glaube, dass Jelinek sich tatsächlich mit dem Text auf Glatteis hat, weil es eben nicht so funktioniert. Weder wie der Text nach Nora, weil da irgendwie anders praktisch auch rhetorisch vorgegangen wird, noch mit Texten, wo es eher darum geht, den Sexismus oder die Gewalttätigkeit der österreichischen Gesellschaft zu beschreiben. Da ist sie auf Glatteis und da finde ich schon, dass es berechtigt ist zu sagen, mit dem Orientalismus-Diskurs drauf zu schauen und zu sagen, sie schreibt sich auch, nicht vollständig, aber dieser Text schreibt sich auch ein in eine Tradition von orientalistischen Bildern, die reproduziert werden. Das finde ich schon und deswegen kann man diese Kritik auch äußern, allerdings immer mit Vorsicht, weil das ist kein journalistischer Text, das ist ein literarischer Text. Und sie hat zum Beispiel diesen ganz spannenden Punkt in dem Text, das fand ich eigentlich sehr interessant, wo sie sagt, ich kann das nicht. Ich kann mich davon jetzt nicht distanzieren, aber ich würde gerne einen Schleier tragen. Weil, und dann ist es interessant, weil dann sagt sie, diese Blicke, die auf mich fallen, wie verletzend die auch sind, und spricht dem eigentlich was Positives zu. Und das so toll ist in dem Text, also diese Sprecherin
Position, sagt dann aber, ich kann das nicht. Und da ist eigentlich die Kritik drin der Gesellschaft, die uns gar nicht zulässt, bestimmte positive Elemente da drin überhaupt noch wahrzunehmen. Und dann nimmt sich diese Ich-Sprecherin dann auch nicht raus. Das war nicht ziemlich geschickt gemacht, deswegen ist das nicht so ein plumper Text von wir im Westen sind frei und die armen Frauen, die dann im Iran Schleit haben. Das macht sie nicht. Also das finde ich nicht, dass der Text das macht. Aber dennoch, finde ich, muss man es eben, wenn man das so auch politisch liest, und ich würde diese Texte immer politisch auch lesen, sagen, was passiert eigentlich mit so einem Text? Wie wird so ein Text gelesen? Welche Lesarten sind da auch noch möglich? Und wie risikoreich ist das, was sie da tut, in einem Kontext, der eben nicht nur so ein bisschen antimuslimisch ist, sondern sehr, sehr stark in einer antimuslimischen Gesellschaft und in einer Sprache auch geschrieben wird, die bekannt ist für den Orientalismus. Da müsste man dann auch Said doch ernst nehmen und auch mit der Linie, wo sie auch zitiert wird. Genau, also vielleicht ganz kurz dazu noch, dass ich absolut mit oder diesen Begriff der Limitierung, den du vorhin eingebracht hast, dass ich den hier wirklich sehr, sehr wichtig finde, dass man sozusagen natürlich nicht sagen kann, also ich würde auch ganz stark mitgehen, ganz stark in den Vordergrund stellen wollen, dass es wieder ein Ausstellen von Positionen auch ist, die man nicht sofort zurückrechnen kann auf die Autoren, sondern auch ein Zeigen und was du schon betont hast, dieses ich bin in Distanz und ich kann auch gar nicht anders, das enthebt natürlich die Sprechposition nicht der Reflexion, naja, weil ich sonst immer Rassismuskritik mache, sozusagen hat sich das damit erledigt und jetzt kann ich einseitig sein, ja, sozusagen da ist möglicherweise eine Limitierung und da ist vielleicht auch ein sozusagen nicht genug auf eigene blinde Flecken hinweisen, aber es ist zugleich auch eben ein Ausstellen, dass diese Figur weiß, die da spricht, dass sie limitiert ist. Also es ist irgendwie beides in dem Text. Vielleicht ist es nicht der, mit dem man, vielleicht am besten diesen Begriff der, warum muss ich auch von zeigen, dass bestimmt sozusagen, da gibt es ein Reflexionspotenzial, aber es ist möglicherweise nicht so stark und nicht so im Textverfahren ausgestellt, wie das in anderen Texten gelungen ist. Und deswegen würde ich nach Nora tatsächlich stark trennen von dem Text, weil das ein Text ist, der wirklich ganz viel durchstreicht und an ganz vielen falschen, auf falschen Solidarisierungen arbeitet, falschen Identitätszuschreibungen auch arbeitet und tatsächlich sich ganz stark mit dem eigenen und der eigenen Position auseinandersetzt und gar nicht behauptet, dass er für jemand anderen und von jemand anderem sprechen würde, sondern tatsächlich die eigene Verantwortlichkeit thematisiert. Und deswegen würde ich die zwei Texte tatsächlich auch ein bisschen auseinandernehmen wollen, also voneinander abgrenzen wollen. Gut, ich glaube, es gibt noch eine Frage. Ja, genau. Ich würde gerne im Hinblick auf die Kategorie Körper noch einen Aspekt einbringen. Nämlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier von Texten für das Theater sprechen. Und das finde ich extrem spannend, wenn man dann bedenkt, dass der Körper ja noch in einer anderen Form in diesen Texten präsent ist oder eingeschrieben ist. Und da reflektiert sie auch ganz deutlich die Produktionsbedingungen des Theaters und die Körper der Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das finde ich an diesen Texten auch so spannend, dass beide Ebenen da wirklich reflektiert werden vom Text. Also vielleicht Arthur, ich glaube, du bist da auf jeden Fall der Richtige. Soll ich jetzt was sagen? Offenbar. Ja, wir haben uns heute auch so Gedanken gemacht, wie das mit dieser Gender- oder Queer-Dimension bei Jelinek aussieht. Und ja, ich habe da, ich weiß es nicht, so laut nachgedacht. Nicht alle waren einverstanden. Weil es ist interessant, dass in der Inszenierungspraxis, was die Körper anbelangt, dass so eine Art Travestie dominiert. Ja? Also die Mehrheit der Inszenierungen spielt eben mit diesen, also mit Körpern, mit Geschlechterrollen und so, also Maskerade, Verkleidung. Und ich habe so laut nachgedacht, dass, also das ist jetzt keine These, aber eine Halbthese, dass die Texte das erzwingen. Und zwar, dass diese, ja, wie soll ich sagen? Also, dass die Binarität in den Texten, auch die Binarität des Körpers, dass die da verwischt wird. Und zwar unter anderem dadurch, dass die Identitäten da so fließen,
dass wir es mit keiner Figuration zu tun haben, dass man oft nicht weiß, wer spricht hier, ist das jetzt männlich, ist das jetzt weiblich, ja, weiß ich nicht. Gerne, zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich glaube, das kann man unterstreichen, das ist etwas, was diese Texte ganz gewiss durchzieht, aber wir haben eine sehr interessante Erfahrung gemacht heute, die Andrea und ich. Sie hat den Text Wut gesehen im Theater und ich habe ihn nur gelesen. Und wir haben ganz andere Dinge gesehen. Also es war wirklich total interessant, dass zwei Frauen diese Textfläche sozusagen verkörpern. Ich habe beim Lesen jetzt gar nicht so figuriert gedanklich. Und man merkt dann schon, welchen starken Einfluss diese Inszenierungen auch auf unsere Lektüren haben, auf die Rezeption dann dieser Textflächen noch vor der Inszenierung. Also das ist ein fast unlösbares Phänomen in der Jelinek-Rezeption, auch weil sich die Texte dann ja ihren eigenen Bezug nehmend auf Inszenierungen weiterentwickeln. Also das ist so ein oszillierender Prozess. Und ja, und die Frage war, ist es den Texten immer eingeschrieben, tatsächlich die Dekonstruktion dieser Binarität, oder hat die Inszenierungspraxis das schon dermaßen fortgeschrieben, dass man es gar nicht mehr anders denken kann? Also das war so eine offene Frage auch noch von uns. Darf ich noch was? Also jetzt was anderes, und zwar zu der Autorschaft noch, zu der Autorinstanz. Das ist mit Sicherheit ein Konstrukt, das ist mit Sicherheit sehr kompliziert, sehr vielschichtig. Aber ich meine, warum kann man auch jetzt nicht die reale Autorin denken? Ich gebe jetzt ein Beispiel, warum das für mich persönlich so wichtig ist. Ich werde immer wieder konfrontiert, bei Tagungen meistens, also fast angegriffen, von männlichen Professoren, die dann nicht über die Texte sprechen und nicht über die Fiktionalität, sondern die sagen, hat sie denn nochmal alle die Jelinek? Also das zeigt, wie wichtig das ist. Also sie als reale Person, das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das andere ist, ich meine, natürlich Konstrukte sind wichtig, in Geisteswissenschaften sowieso. Aber wir sollen nicht vergessen, dass das sich auch ändert. Das, also so, wie wir heutzutage denken, über die Diskurse, aus denen wir gemacht sind, das kann sich ändern. Also ich meine, es gab so viele Methoden. Ich meine, wer sagt, dass dieses Biografische, was ja als positivistisch abgestempelt wird, wo man heutzutage lacht, dass das irgendwie wiederkommt, ne? Also man sagt, dass es jetzt so eine Tendenz ist, zurück zu dem Realen. Judith Butler, was ist real, wessen Leben ist es real? Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht findet eine Verschiebung statt. Weil man müsste sich ja auch fragen, was die Geisteswissenschaften mit der Politik gemacht haben, mit dem Begriff des Politischen, wie das umgedeutet wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und man könnte vielleicht weiter noch gehen. Ich meine, schließlich haben auch Geisteswissenschaften irgendwie eine Verantwortung für das Soziale, für das Reale. Ob nicht wir auch irgendwie verschuldet sind, also das, was jetzt passiert, also der Angriff auf die Eliten, ich meine, Geisteswissenschaftler gehören ja auch dazu, vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt klar ausgedrückt habe, ja? Ja. Ich meine, man kann ja natürlich mit Konstrukten denken und alles konstruieren und dekonstruieren. Naja, aber ob das reicht, ob das jetzt nicht zu, irgendwie zu elitär ist, das ist so eine Frage, die ich mir jetzt immer wieder stelle. Ich glaube aber nicht, dass wir deswegen an dem Konstruktionsbegriff arbeiten müssen oder an dem Begriff der Dekonstruktion, sondern eher nochmal klar machen, dass immer dann, wenn wir über Konstruktionen sprechen und dass wir über Körper sprechen und dass wir über sehr reale Dinge sprechen, ich glaube, das ist ja das, was sozusagen die eklatante Fehlrezeption von Butler ist, von allen, die Kulturwissenschaften nicht mögen, dass sie sagen, wo sind denn die Dinge, wo ist denn die Materialität, ja, worüber redet sie denn, wenn nicht darüber, wie Materialität
entsteht, wahrgenommen werden kann und eingebunden ist in sozusagen Wahrnehmungsmuster und Denkmodelle sehr langer Dauer. Ja, das ist es ja genau, da geht es um Materialitäten und ich glaube, wir müssen einfach immer wieder darauf hinweisen, dass wenn ich von Konstruktion spreche, dass ich von nichts Abstraktem spreche, sondern ich spreche davon, dass wir nicht umhin können, uns mit Geschlecht zu beschäftigen, weil es natürlich ein zentraler Punkt meiner Identitätskonstruktion ist, dass das aber nicht heißt, dass X oder Y bestimmen darf, wie ich mein Geschlecht sozusagen feststelle und was für mich dazugehört, was Weiblichkeit ist, sondern dass es da vielleicht ganz viele verschiedene Modelle gibt und so. Und das ist genau das mit der Konstruktion, dass man sagen muss, da geht es um Materialitäten, da geht es um nichts Abstraktes, da geht es genau um die Dinge, da geht es um Körper, da geht es um Identität, da geht es um Wahrnehmung und um Fremdzuschreibungen. Und um Behauptungen davon, dass jemand anders denkt, er kann jemandem sagen, weil du Frau bist, hast du den Lebenslauf und das als gelungenes Leben zu sehen und nichts anderes und weil du Mann bist, das. Und diese ständigen Kategorisierungen, und das sind nun mal kulturelle Konstruktionen, die haben aber soziale Realitäten, nämlich für die Frage, wer bin ich, was denke ich, wo meine Position in der Gesellschaft ist, was ich erreichen kann, wer ich sein will. Das heißt, das ist absolut konkret. Und deswegen würde ich sozusagen das genau umdrehen wollen und sagen, all die, die sagen, dieses große, in den Gender Studies hat man dieses Bashing ständig und ich vermisse einfach eher so diese Solidarität aller Kulturwissenschaften, weil das, was an Gender Studies gebasht wird, meint eigentlich alle Kulturwissenschaften und alle Geisteswissenschaften, nämlich, dass wir angeblich abstrakt sind und nichts mit dem Sozialen zu tun haben. Und dass wir dann ständig sagen, Leute, guckt mal, womit wir uns beschäftigen, das ist genau, das ist anschließbar. Das rollt es nur von der anderen Seite auf, als wenn ich aus der Ökonomie komme, als wenn ich aus den Sozialwissenschaften komme. Natürlich habe ich einen anderen Blick und vielleicht auch andere Interessen, aber das ist absolut anschlussfähig. Das kann man gerade mit den Gender Studies sagen. Das eine schließt das andere, glaube ich, nicht aus. Und ja. Ich meine, das ist halt, es kommt auf die Perspektive an. Und ich wollte noch was sagen, den letzten Satz. Es ist auch wichtig, dass es eben eine Autorin ist. Und bei dieser Autorschaft, bei dieser Autorin-Instanz, diese Weiblichkeit ist sehr wichtig, dass das eben eine weibliche Sprecherin ist, meist, also dass das, und zwar beim Essen habe ich das erzählt, dass ich komme aus Polen, Sie wissen ja, was jetzt bei uns los ist. Ich wollte sagen, dass Österreich für uns jetzt ein großes Vorbild ist, weil man sagt, dass die Österreicherinnen, das heißt die Frauen, jetzt bei der Präsidentschaftswahl das Land gerettet haben, also sozusagen die Zukunft. Nein, das auch ernste Stimmen, Politikerinnen reden darüber, dass die Zukunft eigentlich in den weiblichen Händen ist, sozusagen. Ich weiß, dass das sehr furchtbar idealistisch klingt, ich weiß es. Aber ich meine, was sollen wir ohne Idealismus, ohne Hoffnung? Eine ganz kleine Frage, du sprichst du die biologischen Frauen oder die sozial konstruiert? Also ja, gut, das ist die... Zu Sex oder Gender? Das ist die Falle. Und das ist jetzt die Falle. Das ist die Falle. Aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber das musste ich dich jetzt fragen. Ja, aber ich glaube, du wolltest... Ja, ja, ich würde das gerne unterstreichen, was du gesagt hast, weil... doch tatsächlich ein ganz zentraler Punkt dieser rechten, sogenannten rechtspopulistischen Angriffe qua Naturalisierung wird, nicht? Antigenderismus, sozusagen Gender ist in dem Sinn Feindbild. Ja? Und von daher halte ich das Beharren auf Konstruktion, das Verständnis, das Vermitteln dessen, was mit Konstruktion gemeint ist, was das eigentlich bedeutet, schon für sehr, sehr grundlegend und nicht nur für die Kulturwissenschaften, sondern gerade auch für die Ökonomie, ja, ganz besonders für die Ökonomie, die sich ja in hohem Maße naturalisiert hat, und zwar im gesamten 20. Jahrhundert, weil, also ich kann hier auch nicht über die Ökonomie in dem Sinn sprechen, aber die Figuren, die in der Ökonomie, in den Wirtschaftswissenschaften auftauchen, sind in hohem Maße naturalisiert.
und das, was an ökonomischen Gesetzen propagiert wird, festgestellt wird, erforscht wird, sind angebliche Naturgesetze. Ja? Und das ist trotz aller Debatten über Konstruktion, Dekonstruktion etc. in der Ökonomie de facto nicht präsent, also nur am äußersten Rande. Und das gilt natürlich auch für die Politikwissenschaft. Und wir erleben, das muss man ja auch dazu sagen, an der Universität derzeit, manche von Ihnen haben vielleicht gelesen, was am Institut für Publizistik derzeit los ist, aber das trifft nicht nur die Publizistik, dort ist es gerade akut, es trifft auch die Politikwissenschaft beispielsweise, es trifft viele Institute, dass Gender-Lehre, in dem Sinn feministische Lehre-Forschung, in Frage gestellt wird, und zwar ganz grundlegend. Das ist nicht mehr nötig, das braucht man nicht. Und auch was die Methoden betrifft natürlich, es gibt einen neuen Methodenstreit, der vielleicht partiell noch unter der Oberfläche ist, aber an einigen Stellen an der Oberfläche ist. Und wir haben in dem Sinn tatsächlich, würde ich sagen, eine strategische Situation an den Universitäten, dass auch dort die rechten Tendenzen ganz massiv wachsen. Und insofern also halte ich es für wirklich extrem wichtig, auf konstruktivistische Perspektiven zu bestehen und deren unglaubliche Bedeutung zu vermitteln. Das hat jetzt nicht geklappt. Nein, das hat offenbar nicht geklappt. Also alle haben gesagt, ja, wir sind so weit. Ja, aber du weißt, du hast gerade erzählt, in welchem Zustand. Das Blatt hat sich gewendet und zwar total. Ja, aber du hast gerade erzählt, in welchem Zustand Polen ist und in Österreich ist es nicht viel besser. Und vielleicht gibt es zwei Ebenen. Das eine ist dann praktisch das, was auch die Gender Studies auch herausgearbeitet haben. Das andere ist, ob wir in der Lage waren, das zu vermitteln. Ja, anscheinend nicht. Ja. Nicht hinreichend. Aber das ist natürlich. Ja, na gut, ich glaube, wir machen hier mal einen Punkt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Teilnehmerinnen und meinem Teilnehmer des Workshops und bei Ihnen, beim Publikum, für die Wortmeldungen. Applaus